Leute, was geht? Und damit willkommen zu einem neuen Video hier aus der Season 2. Im heutigen Video zeige ich euch die beste Strategie inklusive die besten Perks, Landespot, wie man den Tresor lootet und wie man die seltenste Waffe im Spiel bekommt und damit nur mythisches Loadout hat. Schritt für Schritt, also ich zeige euch alles im heutigen Video, wie ihr eine richtig hohe Chance jede Runde auf einen Win haben könnt und nicht immer im Early Game sterbt. Also schaut das ganze Video unbedingt bis zum Ende, falls ihr auch mehr Kronenwins oder normale Wins oder mehr Arena-Punkte in der Season sammeln wollt, denn das Ganze funktioniert auch in Arena. Bevor es mit dem Video losgeht, abonniert noch gerne meinen Kanal und tragt meinen Creator-Code Lenny-OG im Item-Shop ein. Das geht ganz schnell. Kostet euch gar nichts, aber unterstützt mich wirklich unfassbar, also macht es gerne. Einfach Lenny-OG, geht mega schnell, also macht das gerne, falls ihr mich unterstützen wollt. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, um das Ganze zu starten, würde ich euch nicht empfehlen, bei der Megacity zu landen. Dort kommen wir nämlich gleich auch noch hin, auch wenn wir jetzt nicht landen, denn dort stirbt man halt einfach die meiste Zeit. Ich würde euch empfehlen, Shattered zu landen und ihr werdet gleich auch sehen, warum. Mal gucken, ob hier welche landen. Ja, hier landen welche mit, okay. Denn für die, die es nicht wussten, hier gibt es tatsächlich auch einen Tresor. Den gleichen wie bei Mega City auch. Aber hier landen halt einfach weniger Leute mit. Beste Loadout und so werde ich euch natürlich auch noch alles zeigen. Habe ich zwar auch gestern im Video gezeigt, aber ich werde euch jetzt einfach generell beim Spielen viele Tipps geben, wie ihr in dieser Season einen Win holen könnt. Und dabei werde ich hoffentlich auch einen Win holen. Ich würde euch empfehlen, bei Shadow einfach in irgendeinem der Häuser zu landen. Ist eigentlich egal. Ich lande meistens hier. Mal gucken. Hier waren irgendwo noch Gegner. Hier ist auch schon mal die neue Pump. Die finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und hier ist jemand. Okay, das war's mit ihm. Katana sollte auf jeden Fall auch in euer Loadout natürlich. Sehr, sehr wichtig. Und hier solltet ihr auf jeden Fall jetzt in Shadow mindestens bleiben bis zur ersten Zone, wenn die schließt. Und ihr werdet gleich auch sehen, warum. Weil hier schießt da jemand auf mich. Oh, der ist sehr low. Ich würde sagen, da gehe ich mal hin. Mit dem Katana einfach könnt ihr auch drei miteinander in die Luft schießen, wenn ich nicht wusste. Eins. Okay, es reicht glaube ich nicht, aber kam oder? Oh, schade. Okay, aber das nächste ist auch gleich schon aufgeladen, der nächste Schuss. Und hier irgendwo muss der Gegner sein. Könnte runtergegangen sein. Kurz Perk nehmen. Da gibt es im Moment noch nicht so viele gute Perks. Die beiden hier zum Beispiel fühle ich beide gar nicht. Ich wechsle mal und Luftikus. Ist eigentlich das beste Perk, was im Moment im Spiel ist, finde ich. Es gibt nämlich auch keine Sturmvorhersage mehr oder so, sondern Luftikus ist eigentlich das Beste, denn dort könnt ihr, ich zeige es euch einmal, mit dem Katana so hoch, Luftikus aktivieren und habt mega geiles Movement, was sich auch mega schnell auflädt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Zone closed. Und Leute, in der Zeit, wo die Zone closed, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier außerhalb von Shattered Mets zu farmen, denn in Shattered kriegt man echt nicht so viele Mets. Die Zone closed ist gleich, hier habe ich auch nochmal die neue AR, die sollte auf jeden Fall auch in euer Loadout rein. Neues Perk. Würde ich auf jeden Fall jetzt eigentlich keins von den beiden nehmen, außer Munitionsschutzschild. Das geht eigentlich klar. Denn wenn ihr das im Early Game bekommt, jetzt als zweites Perk ist nicht mehr so gut, als drittes und viertes ist komplett unnötig, weil da hat man eh genug Muni. Aber wenn ihr jetzt slidet, seht ihr schon, lädt sich die AR-Muni bei mir auf. Und da brauche ich halt ewig, deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen sliden. Jetzt closed aber auch die Zone. Da hinten sind leider noch Fights, aber jetzt seht ihr schon hinter mir der Rift. Und zwar spawnt hier genau der gleiche Boss wie auch in Mega City. Und hier sind halt viel weniger Gegner. Und der Tresor ist auch genau gleich wie in Mega City, also genauso gut. Aber wie gesagt, halt viel weniger Gegner. Den Tresor kann ich da auch einmal schnell holen. Die Handlanger sind gefühlt besser sogar als der Boss alleine. So, die machen jetzt wahrscheinlich ein bisschen Damage, aber eigentlich egal. Hier höre ich auch einen Zipline leider. Der wird wahrscheinlich jetzt Stress machen. Ich gehe mal ein bisschen auf eine gute Pose, damit ich gleich keinen Stress mit dem habe. Okay, jetzt habe ich die Bosse. Und da ist der Gegner. Schnell die mythische AR nehmen. Und natürlich die Schlüsselkarte. Und der Gegner kommt. Und der ist gut. Oh, den habe ich. Okay, sehr wichtig. Jetzt bin ich übel low, aber jetzt muss ich ganz schnell zum Tresor. Krone habe ich schon. Okay, ab zum Tresor. So, jetzt kann ich auch einmal wieder so und Luftikus und komme damit easy zum Tresor mit dem Windglider. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon den Windglider habt. Also ob ihr in der Season auch schon Wind geholt habt. Wenn nicht, hoffe ich, dass euch dieses Video unbedingt hilft. Denn mit der Switch kann man wirklich einfach Wind holen. Natürlich nicht jede Runde, aber trotzdem mehr, als wenn man einfach jede Runde Mega oder irgendwo anders glaubt. Denn hier gibt es halt einfach auch einen Tresor. Und für die, die es auch noch nicht so gerne hier landen, man kann auch in Brutal landen. Da gibt es auch einen Tresor, aber da landen mehr Gegner als hier.
Meiner Erfahrung nach. Also ich würde euch den Ort hier mehr empfehlen. Mehr mittlere Munition ist auch eine gute Perk, würde ich auch nehmen. Und hier seht ihr schon die Tresore. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drin wart. Hier liegen auch immer mythische Waffen drin. Also halt kommt drauf an, mit wie vielen ihr in der Lobby seid. Wenn ihr jetzt zu dritt seid, dann liegen hier 3 mythische Waffen drin. Aber ja, ich bin jetzt alleine. Und hier solltet ihr auf jeden Fall auch die Slurp Tools mitnehmen. Alle Muniboxen, das ganze Gold. Vor allem in der Arena braucht man das Gold, aber hier kann man es auch gut gebrauchen. Könnt ihr einfach einmal überall das machen. So. Und jetzt habe ich eigentlich schon so gut wie das perfekte Loader, aber eine Waffe fehlt noch und die ist die seltenste aus dem ganzen Spiel im Moment. Fast zumindest. Ich denke, es gibt noch irgendeine seltenere von irgendeinem NPC-Spawn oder so, aber keine Ahnung. Die seltenste normale Waffe, sage ich mal. Und die kriegen wir gleich irgendwann. Und dafür müssen wir noch ein bisschen warten. Aber dafür solltet ihr auf jeden Fall jetzt in die Mitte gehen, in der nächsten Zone. Weil immer wenn ihr jetzt im Tresor gewesen seid, ist ungefähr diese Zone. Weil davor holt ihr den Boss an der zweiten Zone, wenn die gerade startet. Und jetzt ist dann meistens die dritte Zone, wenn ihr den Tresor gelootet habt. Dann solltet ihr noch mal ein paar Mets mitnehmen, falls ihr nicht genug habt. Und dann müssen wir jetzt warten, bis die nächste oder übernächste Zone schließt. Und dabei kann man natürlich die ganze Zeit wieder mit dieser Kombo hier rotieren, falls ihr auch das Luftikus-Perk habt in der Runde. Okay Leute, das nächste Perk ist da und ich würde auf jeden Fall von den beiden hier tankbare Insassen nehmen. Natürlich in Public, weil in Arena gibt es glaube ich gar nicht, weil da gibt es ja eh keine Autos. Aber dort könnt ihr nämlich mit halt unendlich auch mit den Motorrädern fahren. Und die Motorräder sind sehr krass. Die gibt es zwar hier gerade nicht, aber in Mega City. Und da werde ich jetzt auch in die Richtung hingehen. Und wird angeschossen. Das ist nicht gut. Vorm Fight unbedingt, wenn ihr die Slurp Juice habt, einen Slurp Juice gönnen. Und dann zum Gegner. Okay, jetzt ist ein MP. Gehe ich mal ein bisschen hoch. Guter Hit. Oh, ich wurde angesniped. Das ist jetzt richtig Krise für mich. Okay, den haben wir. Oh mein Gott. Irgendein Heal, danke. Okay. Der Gegner kommt. Jetzt habe ich wieder ein paar Mets. Jetzt kommen sogar 2. Ach du Kacke. Ich versuche mal auf High zu gehen. Okay. Okay, ich glaube, ich gehe lieber. Mit meiner Rotation, denn der Fightbeam ist ein bisschen zu eng hier. Der lasert mich auch gut. Mit der 9er R wahrscheinlich. Okay, die Insel ist jetzt bekannt gegeben. Und zwar, falls ihr es noch nicht wusstet und mein Video gestern nicht geschaut habt oder so nicht herausgefunden habt, es gibt Loot Lake auf einer schwebenden Insel, was nach der Close von der dritten Zone spawnt. Also wenn die vierte Zone announced wird. Und dort sollte man unbedingt hin. Ich gehe da jetzt auch hin, denn dort ist die letzte Waffe für unser Loadout. Was das beste Loadout der Season ist. Und hier ist wieder der Typ. Auf den habe ich jetzt gar keinen Bock, aber egal. Okay, das ist der übelste Sweater. Ich habe wieder kaum Mats. Ja, er baut mehr als keine Ahnung was. Ich hau die ganze Zeit nur ab. Ich habe ja noch keine Mets mehr, deswegen muss ich den jetzt eigentlich holen. Ich muss aber auch eigentlich auf die Loot-Insel. Okay, das war's mit ihm endlich. Der war echt nervig. Und jetzt ab schnell zur Loot-Insel, wo ihr die letzte Waffe des Loadout bekommt, und zwar die Stark-Waffe, denn die ist wirklich mega OP. Okay. Hier sind auch überall Rifts und Ziplines, um hochzukommen. Okay. Die Flagge ist auch jetzt schon fertig, also... Flagge ist jetzt gelootet worden. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich noch die Pump auskriegen. Okay, den haben wir. Okay, er haut ab. Wichtig. Dann haben wir jetzt auch hier die letzte Waffe aus dem Loadout und zwar die Impulse-Rifle. Ich hoffe, hier liegen noch irgendwo welche von den Slurp-Juices. Also bis jetzt hat die Taktik wirklich schon mal exzellent funktioniert. Und so solltet ihr es jede Runde dann ausspielen. Und so klappt es echt gut. Ihr holt natürlich dann nicht immer den Win, aber wenn ihr bis hierhin kommt, habt ihr schon gute Chancen. Ihr seht schon Leute, wenn ihr jetzt nämlich dieses Movement hier habt mit dem Gleiter-Perk noch dazu, dann habt ihr immer unendlich Schwertschuss, weil sich das richtig nachlädt und das zeigt ihn auf mich, der habe ich zum Glück gesehen. Okay.
Jetzt brauche ich mir hier eine Box. Am besten ein bisschen größere noch. Und es scheint so, als wenn er mich pushen will. Oder hat sich auch noch. Okay, er pusht mich. Okay. Die Sweater-Lobby ist wieder. Okay, das ist der übelste Sweater. Oh mein Gott, ich hab mich fast selbst getötet, Alter. Hätte ich das Perk nicht aktiviert. Okay, er hat eine Heavy. Er wird wahrscheinlich jetzt immer rein jumpen. Ja, er hat gemisst. Guter Hit. Sehr guter Hit sogar. Mit der mythischen Pump. Komm, lass mich bei dir rein. Ist er gekonnt? Nein, leider nicht. Boah, er baut sich zu schnell. Okay, hier bin ich jetzt perfekt. Ich verschwende gerade alle meine Mats leider mit ihm. Er ist mega low. Aber ich krieg ihn nicht. Okay, da ist er. Oh mein Gott, mit ganz knapp noch geholt. Ich habe leider eben im Bildfight gegen diesen Sweater echt viele Mats verbraucht. Das ist echt nicht gut. Oh, er snipt auf mich. Ach du Kacke, ach du Kacke. Hat der Double Heavy Sniper gespielt? Ich habe extra nichts gemacht, weil ich dachte, er springt nicht durch, weil er gerade schon mit Heavy geschossen hat. Weil er hatte doch auf mich mit Heavy gesniped. Ich habe mich eingebaut und hätte schnell nachladen. Okay, Leute, ich habe jetzt leider keinen Win geschafft. Ist auch bei mir eine komplette Sweater-Lobby. Alles Sweater hier. Aber ich hoffe, ihr könnt mit der Taktik einen Win schaffen. Ihr habt jetzt genau gesehen, wie es geht. Die Taktik war auch schon vollendet. Es hätte halt nur noch jetzt weiter gefightet werden müssen. Aber alle Schritte eigentlich waren erfüllt. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Abonniert den Kanal. Und ciao.